Hallo, das ist der Wochengruß Nummer 22 irgendwas. Ich bin glücklich und fertig und erhitzt und es war Erlebniswochenende hier und hier sitzen Assistenten und Teilnehmer des Erlebniswochenendes und ich bin nicht mehr imstande, jetzt irgendetwas Sinnvolles zu sagen, außer dass es schön war und wir eine Reihe von Testimonials haben von Leuten, die gesagt haben, wie schön das hier war und das wird Caroline morgen zusammenschneiden und dann kommt das Ganze auf YouTube zum Angucken und ich gebe jetzt einmal das Mikrofon durch und hoffe, dass andere Leute schlauere Sachen sagen können als ich und dann grüßen wir die Welt mit den Stimmen vom Erlebniswochenende. Dankeschön, bitteschön, Dagmar. Dankeschön. Wow, was für ein Wochenende. Also ich bin auf jeden Fall total erfüllt. Es waren so viele bekannte Gesichter da aus verschiedenen Ausbildungen. Es waren zwei Tage fast 30 Grad, heute über 30 Grad und Übungsgruppen drinnen, draußen. Es war einfach fantastisch. Also ein tolles Wochenende, tolle Stimmung. Und ich gebe jetzt mal weiter an Nimet. Wie war es für dich? Dankeschön. Ja, ich fand es auch total mega, das Wochenende. Es hat Spaß gemacht, so viele neue Leute kennenzulernen. Und ja, allein schon das Erlebnis, es war einfach fantastisch. Ich gebe weiter an Matthias. Dankeschön, Nimet. Ich finde auch, es war ein fantastisches Wochenende und was für mich besonders faszinierend war, war, dass Ralf mal ein neues Format gemacht hat und zwar er hatte zwei Übungen, eine Samstag und eine Sonntag, wo er quasi mal eine Fantasiereise für alle angeleitet hatte und ich sag mal, das kannte ich vorher noch nicht so in der Art und das fand ich wirklich brillant. Danke dafür. Ja, für mich war auch, obwohl ich Ralf jetzt schon doch lange kenne, mal wieder was dabei, irgendwie doch ganz neue Inspirationen von dem Thematischen her und sonst war es natürlich auch einfach toll, so viele Leute wieder zu treffen, die man schon irgendwie mal gesehen hat, schon kennt und das Erlebnis zusammen. Magst du auch? Ja, hi, ich bin keine alte Häsin, sondern neu in der NLP-Community, auch wenn ich viel Persönlichkeitsentwicklung gemacht habe und war total gespannt, heute mal hier reinzutauchen. Habe viel von Ralf vorher schon gelesen und gehört und von euch allen und muss sagen, meine Erwartungen wurden übertroffen und ich hätte nicht gedacht, dass ich mit einem solchen glücklichen Strahlen an einem heißen Wochenende freiwillig irgendwo in einem Raum bin und Übungen mache, während andere irgendwo am See sind. Und ja, besser kann es eigentlich dann nicht laufen, würde ich sagen. Vielen lieben Dank für euch. Okay, ja, vielen Dank. Es war heiß, es war toll, es war das Erlebnis pur. Ich freue mich, dass das jetzt so der Anfang einer neues Format sein wird, hoffe ich mal. Und nicht wieder in zwei Jahren, sondern sehr, sehr, sehr viel bald mehr. Ob hier oder in einer anderen Location, das werden wir sehen. Und ja, selbst ich habe die Zeit genutzt und habe ein bisschen eine kleine Angst, die nicht so klein war, wie ich dachte, bearbeiten können. Und ich freue mich, dass diese Angst sich anders anfühlt als vorher. Vielen Dank dafür. Ja, also ich war ja vor zwei Jahren bei dem letzten Erlebniswochenende mal als Teilnehmer mit dabei und habe jetzt mal die andere Assistentenrolle mal kennengelernt und ich fand es so cool und war irgendwie immer mal so hin und her gerissen zwischen so viele liebe, coole Leute treffen und wiedersehen, die man teilweise auch erst über Zoom nur als kleine Briefmarkenbildchen gesehen hat und dann jetzt irgendwie mal in echt kennenlernen und dann aber auch als Assistent irgendwie zu gucken, laufen die kleinen Gruppen, es stimmt mit der Technik alles und so weiter und so fort und ich fand es super, super cool. Also ich bin ja auch viel durch die Übungen, durch die kleinen Gruppen durchgegangen und es wurde so viel gelacht und es wurde geweint und es wurden Ängste bearbeitet und aufgelöst und es war so, so entspannt und so leicht an so einem sommerlichen Wochenende, wo man einfach von Schatten zu Schatten gekrochen ist. Und es war einfach eine gute Metapher jetzt. und das hat einfach super viel Spaß gemacht und ich glaube, für viele Teilnehmer war es wirklich gar kein Ausbildungswochenende, sondern wirklich wie so eine kleine Erholungsreise, die irgendwie dann aber doch was gebracht hat. Und ja, ich bin schon am Hin- und Hergerissen sein, ob ich beim nächsten Mal vielleicht auch als Teilnehmer mit dabei sein will. Ja, als Trainer.
Nee, das ist Annas Job, die Trainerrolle hier mal heute üben durfte. Also ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also ich würde das Erlebniswochenende, nicht nur das Erlebniswochenende, sondern alle Ausbildungen und die ganzen Assistenten, die ganzen zukünftigen Trainer, würde ich mit absoluter 200-, 300-, 400-, 500-prozentiger Sicherheit weiterempfehlen, weil das hat mein Leben komplett verändert. Und ich habe schon wieder hier dieses Wochenende alle Emotionen erlebt. Ich dachte, okay, es ist vorbei, wir gehen nach Hause. Und dann sagt Ralf, ja, jetzt Anna, bitte auf die Bühne. Und dann habe ich eines meiner größten Ängste wieder mal überwunden. Und dann, also alle Emotionen waren dabei, Freude, ganz viel Spaß. Also nicht nur hier wirklich Formate, die man schon kennt, aber die, wo man wirklich nochmal weiter wächst persönlich. Und auch diese Leute, ne? Weil irgendein schlauer Mensch, ich glaube, es war tatsächlich Ralf, wer sonst, hat, glaube ich, mal, ich weiß, ich habe es nicht mal so O-Ton, aber dass das ja darauf ankommt, so, ne, wenn wir zum Beispiel Freundschaften wollen, dann wollen wir Freundschaft nicht, weil wir sagen, wir wollen eine Freundschaft, sondern wir wollen das wegen dieser Emotionen, die wir bekommen. Und jedes Mal, wenn ich Ralf erlebe, wenn ich euch erlebe, das ist für mich Liebe. Also ich liebe euch und ich danke euch und es war wundervoll. Kommt her, es war Hammer. Dankeschön. Da muss ich gleich genau in die gleiche Kerbe hauen. Ich auch als Beziehungstyp. Was war natürlich das Beste an diesem Wochenende? Es war einfach, dass ich die Menschen, die ich sonst oftmals nur online sehe oder eben halt nicht so regelmäßig, weil sie nicht in Berlin leben, viele von meinen besten Freunden hier aus dem Institut, sind halt an diesem Wochenende hier gewesen. Und ich hatte sie alle zusammen an diesem Wochenende. Und das fand ich so toll. Endlich wieder alle meine Freunde zusammen, die Pausen erleben, die Kleingruppen, die Demos. Das war alles so super, das sommerliche Wetter, die Veränderung, die wir erlebt haben, weil es ist ja ein Erlebniswochenende, ein Erlebnis. Und es war ein Erlebnis, wir waren im Biergarten, wir waren auf Party, wir haben getanzt, es war so toll und wir haben dann trotzdem noch geschlafen und waren heute alle wieder pünktlich oder fast alle und munter. Also ja, war super, ich freue mich total aufs Nächste. Und wenn du jetzt gerade... Wolltest du noch was sagen? Und du sagst, war ein Candystorm jetzt für dich. Ja, schön. Danke. Und wenn du gerade jetzt merkst auf YouTube, dass du vielleicht was versäumt haben könntest, dann habe ich einen winzig kleinen Trost für dich, nämlich am 7.7., jetzt am Donnerstag, werde ich ein Webinar geben in der World of NLP, also in unserem Studio Jablonski Webinar TV, wo es um die Inhalte dieses Wochenendes gibt. Das heißt, ich werde 2 Tage Erlebniswochenende in einer Stunde Webinar zusammenfassen. Also die wichtigsten Inhalte und ein paar Übungen andeuten. Es kann sein, dass du dich hinterher noch mehr ärgerst. Aber das Risiko müssen wir eingehen. Und es war wirklich schön. Ich freue mich auf das nächste Mal. Und jetzt auf den Feierabend. Tschüss.